Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr Hermine Granger aus Harry Potter zeichnen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift, ungefähr in der Mitte des Blattes. Auf dieser Höhe zeichnen wir jetzt erstmal die untere Seite der Haarsträhnen von Hermine hin. Beginnt hier erstmal mit einem einzelnen Zacken, der nach oben hin zeigt. Von der rechten Seite aus geht ihr anschließend in einem Bogen wieder nach oben und anschließend wieder nach unten, um einen weiteren Zacken hinzuzufügen. Als nächstes geht ihr ein kleines Stückchen weiter nach oben, wieder nach unten und wieder etwas weiter nach oben, um so ein paar kleinere Strähnen hinzuzufügen. Am linken Ende ergänzen wir jetzt noch einen kleinen Bogen, der nach oben zeigt. Geht nun an diese untere Seite der Haarsträhne und zeichnet hier eine gewellte Linie nach unten, um so eine lockige Strähne herzustellen. Und auch von der rechten Seite aus zeichne ich eine gewellte Linie nach unten, um auch hier wieder eine Locke herzustellen. Diese beiden Strähnen verbinde ich jetzt an der unteren Seite mit einem leichten Bogen miteinander, um so das Gesicht abzugrenzen. An dieser Stelle gehen wir jetzt ein kleines Stückchen weiter nach oben und zeichnen einmal auf die linke und auf die rechte Seite jeweils einen etwa gleich großen Kreis hin. So entstehen ganz einfach die Augen von Hermine. Für die Lichtreflexion zeichnen wir noch nach schräg oben in die Ecke jeweils einen etwas kleineren Kreis hinein. Dieser bleibt später weiß. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen auch schon direkt mit dem schwarzen Filzstift ausmalen. Für den Mund gehen wir als nächstes ein kleines Stückchen weiter nach unten. Dort zeichnen wir mittig einen Bogen hin, um so ein Lächeln zu zaubern. Als nächstes sind die Augenbrauen dran. Für diese gehe ich über die Augen und zeichne dort jeweils einen kleinen Bogen hin. Versucht hierbei nicht in die Haarsträhnen hineinzuzeichnen. Nun geht es ein Stückchen oben weiter mit den Haaren. Dort beginnen wir von der Mitte aus, erstmal zur rechten Seite einen Bogen leicht nach unten hin zu zeichnen. Dann geht ihr wieder zur Mitte und zeichnet von dort aus einen Bogen nach links unten entlang. An der linken Seite könnt ihr nun in einer gewellten Linie weiter nach unten gehen, um so die Locken darzustellen. Das gleiche machen wir auch auf der rechten Seite. Dort zeichnen wir wieder eine gewellte Linie nach außen und anschließend ein Stück weit wieder nach innen hinein. Sehr schön. Bevor wir die Haare vervollständigen, zeichnen wir an der unteren Seite des Kopfes erstmal an den äußeren Linien jeweils einen kurzen Strich nach unten, um den Schal darzustellen. Das offene Ende könnt ihr dann ganz einfach mit einem leichten Bogen miteinander abschließen. Geht nun etwas weiter an die linke Seite und zeichnet dort ein kleines Rechteck direkt an die untere Seite ran, um den Schal noch etwas zu verlängern. Jetzt können wir vereinzelt noch ein paar gerade Striche in den Schal hineinzeichnen, um hier das Muster hinzuzufügen. Versucht hierbei, den Abstand immer möglichst gleich zu halten. In der oberen Reihe zeichnen wir die Striche senkrecht und an dem herunterhängenden Schal zeichnen wir sie quer hinein. So können wir den Schal später auch gut bunt ausmalen. Wenn ihr das geschafft habt, geht es an der linken Seite des Schals direkt hier an der kleinen Ecke weiter. Dort zeichne ich erstmal zwei Linien schräg nach unten. Der untere kann dabei sogar ein kleines bisschen weiter nach unten zeigen. Das wird der Arm von Hermine. Direkt an die vordere Seite zeichnen wir jetzt noch den Zauberstab dran. Malt dafür an das Ende erstmal eine schräge lange Linie.
Von der oberen Seite geht ihr im Anschluss wieder in einer schrägen Linie nach unten, sodass wir oben ein spitzes Ende und nach unten hin etwas breiter werden. Das untere Ende schließt ihr ganz einfach mit einem kleinen Bogen miteinander ab. In den Zauberstab zeichne ich jetzt einfach noch ein paar gewählte Linien hinein, um so das typische Muster hinzubekommen. Wenn ihr das geschafft habt, zeichnen wir an die vordere Seite des Zauberstabs noch auf Höhe des Armes einen kleinen Bogen dran, um so die Hand von Hermine darzustellen. Für den Körper von Hermine gehen wir wieder ungefähr auf die Höhe des Schals, dort wo wir mit dem Arm gestartet haben. Von hier aus zeichne ich jetzt erstmal eine schräge Linie nach unten, direkt entlang am Zauberstab. Von hier aus zeichne ich jetzt eine gerade Linie nach rechts, ungefähr bis auf die Höhe, wo das Gesicht endet. Geht als nächstes wieder hoch zum Schal auf die rechte Seite. Dort zeichne ich erstmal wieder zwei schräge Linien nach unten für den anderen Arm. Die obere Linie startet direkt beim Schal und die untere zeichnet ihr direkt in die Mitte hinein. Die beiden Linien könnt ihr an der unteren Seite mit einem Strich miteinander verbinden, um so den Ärmel zu vervollständigen. Zeichnet daran jetzt einfach noch einen kleinen Bogen dran, um so die andere Hand von Hermine darzustellen. Von der unteren Seite des Oberteils können wir jetzt noch einen kurzen Strich nach oben zeichnen, um so den Oberkörper zu vervollständigen. Hier geht es jetzt erstmal an die Details. Direkt in der Mitte von ihrem Oberteil zeichnet ihr jetzt eine gerade Linie nach unten. An das obere Ende zeichnet ihr noch einen schrägen Strich, der von der Mittellinie bis zum Schal hinübergeht. Rechts daneben zeichnen wir jetzt noch die kleine Tasche dazu. Zeichnet hierfür eine gerade Linie. Von den beiden Seiten aus geht ihr im Anschluss jeweils mit einem geraden Strich kurz nach unten. Am unteren Ende füge ich jetzt noch zwei schräge Striche hinzu, die sich zu einer kleinen Spitze treffen. Sehr gut, wenn ihr das geschafft habt, können wir an den Beinen unten weitermachen. Hierfür beginne ich erstmal an der linken Seite und zeichne einmal einen kurzen Strich nach unten und anschließend einen etwas längeren. Von dem kurzen Strich aus zeichne ich jetzt einen Bogen nach außen. Dann verbinde ich das Ganze an der unteren Seite mit einem leichten Bogen miteinander, sodass hier der Schuh und das Bein von Hermine entstehen. Um den Schuh hier noch abzugrenzen, könnt ihr in das Bein noch eine gerade Linie hinzufügen. Dann geht es mit dem anderen Bein weiter. Wir beginnen wieder mit der langen und mit der kurzen Linie. Die kurze sollte dabei außen sein. Direkt daran zeichnen wir auch wieder die kleine Rundung nach außen. Das untere Ende könnt ihr dann ganz einfach wieder mit einem kleinen Strich miteinander abschließen. Zeichnet zum Schluss noch in das Bein den kleinen Strich hinein, um so den Fuß abzugrenzen. Und um das Bild noch zu vervollständigen, zeichnen wir jetzt noch ein paar Bögen von den Haaren bis zu dem Körper, damit das Ganze ein einheitliches Bild ergibt. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich Hermine ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So,
und das war's auch schon. Hermine Granger aus Harry Potter ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!